Also, schönen Nachmittag miteinander. Herzlichen Dank, seid ihr hierher gekommen, zu diesem zweiten Podium, das mal veranstaltet vom Verein Pro Nachtleben Bern. Ich weiss nicht, wer diesen Verein alles schon kennt. Verein Pro Nachtleben Bern gibt es seit etwas mehr als 2 Jahren. Wir haben dann zumal ziemlich für Furore gesorgt mit unserer Petition Pro Nachtleben Bern. Und die eigentlich jetzt zusammen mit B-Kult, die das vorherige Podium organisiert hat, und der BUK eigentlich für ein besseres Nachtleben in dieser Stadt und explizit eben auch für bessere politische Rahmenbedingungen kämpfen. Zum Podium vielleicht ganz kurz zu sagen, ihr seht, jemand fehlt noch. Die Stadt Biel hat ein bisschen Verspätung. Das finde ich schön, dass es mal nicht die Berner sind, die als Letztes kommen. Vielleicht kommt Frau Schwickert noch. Es würde mich persönlich sehr freuen, wenn wir Biel auch dabei hätten, gerade weil sie im Moment auch sehr viele Gespräche über das Nachtleben am Führen sind. Vielleicht kommt sie aber auch nicht. Ich bin gleichwohl überzeugt, dass Gianna Blum sehr ein gutes Podium wird leiten und habe jetzt zum Schluss noch mal etwas für euch. Ich gebe dir das Mikrofon zurück. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem zweiten Podium von heute. Ganz kurz am Anfang, ist es okay, wenn wir es auf Schweizerdeutsch führen? Hat da jemand etwas dagegen? Es winkt niemand, ich gehe mal davon aus, dass es gut ist. Ja, ein innerkantonaler Vergleich zum Nachtleben. Ein Nachtleben ist, glaube ich, für keine Schweizer Stadt zurzeit ein einfaches Thema. Es ist überall ein recht schmaler Grad zwischen Anwohnern, die Ruhe möchten, von Nachtschwärmern, die möchten festen. Die heutige Podiumsdiskussion hat zum Ziel, einen Vergleich zu machen, einen Vergleich zu finden, welche Chancen und Risiken sieht die Berner Stadt, was für Massnahmen sie ergriffen wurden, welche haben funktioniert, welche haben nicht funktioniert und warum haben die, die nicht funktioniert, eben gerade nicht funktioniert. Wir haben die heutige Podiumsdiskussion Vertreterinnen und Vertreter von 4 Städten, jetzt eben nur 3, wie es aussieht. Kurz zur Vorstellung, wir haben hier ganz links den Reto Keller, er ist Gewerbspolizist, er leitet die Gewerbspolizei in der Stadt Thun, seit 9 Jahren inzwischen und lebt auch selber in der Stadt Thun. Hier neben mir haben wir Lorenz Klopfstein, er hat die Aufgabe, die Stadt Burgdorf zu vermarkten. Er ist Leiter vom Stadtmarketing von Burgdorf. Zu seinen Aufgaben gehört einerseits Kommunikation. Seine Abteilung ist aber auch zuständig für Aufgaben wie Innenstadtmarketing und für Wirtschaftsförderung. Rechts von mir, Marc Heb, ist ebenfalls Gewerbspolizist. Er leitet die Gewerbspolizei für Stadt Bern, seit 13 Jahren inzwischen, und lebt auch selber in Stadt Bern. Ja, auch noch kurz, ich würde die Diskussion ebenfalls gegen Schluss gerne öffnen, damit auch das Publikum mitreden kann. Die heutigen Diskussionsteilnehmer sind bis zu einem gewissen Grad halt alles Vertreter von Städten, aber die, die in dieser Diskussion fehlen, sind eben gerade Leute wie dir, Leute, die selber in den Ausgang gehen, allenfalls auch Clubbetreiber. Darum, auf jeden Fall, möchte ich die Diskussion noch öffnen und würde auch noch gerne anbringen, falls jemand etwas gerade jetzt, gerade während der Diskussion, besonders in den Nägel brennt, dann winkt und ich nehme die Frage gerne auf. Insbesondere, falls es auch Leute gibt von Thun oder von Burgdorf oder von Biel. Gut, ich möchte die Diskussion gerne eröffnen mit einer Art Standortbestimmung. Was geht eigentlich in diesen Städten? Sollte man sich als Bernerin oder Berner auch mal auf Thun locken oder bleibt man lieber daheim? Und in einem späteren Teil möchte ich auch gerne einzelne Massnahmen anschauen, die die Stadt Chat angenommen haben und auch ein bisschen, wie die Zukunft aussieht. Und anfangen würde ich hier gerne mit Burgdorf. Und zwar mit der in einer eher provokativen Frage hier an Herrn Klopfstein. Was macht Burgdorf eigentlich in so einer Runde? Burgdorf hat doch gar kein Nachtleben. Ja, da kann man darüber diskutieren. Es ist tatsächlich so, je nach Zielgruppe, je nachdem in welchem Alter das man ist, ist es etwas schwieriger in Burgdorf etwas zu finden. Dazu kommt natürlich auch vom Standort her, also 13 Minuten mit dem Schnellzug von Burgdorf auf Bern, dass halt gewisse Leute dann relativ gleich mal schnell den Weg in die grosse Stadt nebenan her suchen. Uns wirklich als Aglo sehen und dann dort ihr Nachtleben verbringen. Es hat aber durchaus Varianten für uns, seine Zeit, seine Freizeit doch ein bisschen, zu verbringen. Also wir haben gewisse Clubs, wir haben kleinere Geschichten, halt eher, wir haben 2, 3 schicke Bars, absolut. Also man kann bei uns absolut die Ausgangs, kommt natürlich immer darauf an, was man sucht. Aber vom Elektroausgang zum Live-Konzert findet man also durchaus auch in Burgdorf etwas. Jetzt doch. Das heißt, ihr sagt vor allem kleinere Kisten. Der hätte ja jetzt eigentlich die grösste Kiste, die es überhaupt hätte geben können, das Schwingfest mit glaub, insgesamt 250.000 Besuchern. Was Burgdorf keine Freinacht wert war. Und es hat auch eine lange Tradition gegeben vor Soletten. Ein Stadtfest, wenn ich es richtig verstanden habe, wo auch Tradition war, eine Freinacht zu geben, und die ist gestrichen.
Also ist Burgdorf das Nachtleben etwas wert? Absolut. Und das muss man dazu sehen, also gerade was das Schwingfest anbelangt. Der erste Schritt, der mal war, ist das Schwingverband, der selber kam und gesagt hat, hey, wir selber auf dem Gelände, wir können definitiv keine freie Nacht durchziehen, weil wir müssen das ganze Gelände irgendwann mal wieder auf Vordermann bringen, dass wir die Leute, die morgen früh mit dem Zug, eben, wie du es selber erlebt hast, um 5 Uhr am Morgen anreisen, dass die dann einigermaßen ein super Gelände dort sehen. Dann kommt dazu, dass man vom Gelände, vom Schwingfest in die Altstadt rund 40 Minuten wird laufen würde. Zu Fuß effektiv. Je nachdem, ob man noch 2-3 Bier hatte, kann sich das ein bisschen in die Länge ziehen oder ein bisschen verkürzen. Das ist dann individuell. Aber trotzdem, dass dann die Leute um 3:30 gefunden haben, komm, jetzt gehen wir noch schnell probieren, was dort oben los ist, das ist relativ unwahrscheinlich. Kommt noch dazu, dass wir, eben, wie du sagst, ein Jahrhunderterlebnis hatten für unsere Stadt, gewisse Beizer selber auch gefunden haben. Ich möchte eigentlich dort unten vielleicht auch mal noch etwas geniessen, dass wir mal ein bisschen anschauen, zum Teil gar nicht aufgetan haben, wo von innen her der Anspruch nicht gekommen ist und gesagt hat, wir wollen jetzt hier unser grosses Geld verdienen und wir wollen auftun, weil sie eigentlich realistisch gesehen haben, es kommt auch niemand auf. Was zu Soletten zu sagen ist, dort hat es einfach das Fest gibt es seit 285 Jahren ungefähr, etwa 7 Jahre lang hat man es mit Freinacht gemacht und die Probleme sind einfach relativ gewusst worden schlussendlich und dann sind auch die Polizei, also Kantonspolizei und das Spital auf uns zugekommen und gesagt hat, hey, wir müssen mal ausprobieren, ob wir mit dem Weglaufen der Freinacht eine bessere Lösung herbekommen. Du sprichst da schon zwei Sachen an, der mangelnde Anspruch und die negativen Folgen des Nachtlebens, wo ich auch gerne darauf zurückkomme. Jetzt würde ich gleich noch zuerst kurz zu Thun übergehen. Weil im Gegensatz zu Burgdorf war Thun früher mal relativ berühmt gewesen als Ausgangsmekka, insbesondere das Selve-Quartier mit seinen Übergangsbestimmungen. Inzwischen gibt es Selve aber nicht mehr und wo das Selve mal war, ist ein Altersheim. Ist das bezeichnend für das Nachtleben in Thun? Nein, das ist überhaupt nicht so. Thun hat natürlich nach wie vor ein sehr ein breites Angebot für Ausgehwillige, wenn ich im Sommer denke, Mülliplatz als Beispiel. Das ist wahnsinnig, was da abgeht. Das ist auch gut, so unsere Stadt soll leben. Aber es ist natürlich schon so, als das Selve Areal zugegangen ist, Ende 2007, haben sich auch Nachtlokal in die Altstadt verlagert. Und dann hat es halt Probleme mit den Anwohnern und dann mussten wir Lösungen suchen. Und sind die Lösungen auch gefunden worden? Ja, wie soll ich sagen, oder? Ich staune manchmal, wenn ich so angesprochen werde über das Selve-Areal. Da kommen sie auch so mit Jahrgang 1993 oder so, können wir sagen, wie es war im Selve, wie es doch so gut wäre gewesen. Und das Selve hat die Hochblüte von 1995 bis 2000 gehabt. Das war wirklich eine gute Sache gewesen, aber das hat man von Anfang an gewusst, dass das nur eine Übergangslösung wird sein. Das ist einfach ein bisschen länger gegangen, weil wir nicht in einer Hochkonjunktur waren. Das Problem war aber, dass die Bewilligungen dann nur noch jährlich verlängert werden konnten. Weil man immer davon ausgegangen ist, ja, jetzt wird er gebaut. Hat aber auch dazu geführt, dass eigentlich die guten Clubs nah zugegangen sind. Und dass wir natürlich dort hinten auch ein Problem hatten, wenn das heute vielleicht nicht mehr so erkannt werden. Dann würde ich auch noch mal Bern ansprechen. Bern war in den letzten Jahren sicher am meisten in den Medien, was den Nachtlebenskonflikt betrifft. Man hat jetzt den Eindruck, dass die Stadt gerade im Moment den Konflikt ein bisschen entschärfen konnte mit dem Konzept Nachtleben, wo einen runden Tisch hatte, wo eigentlich fast alle wesentlichen Partner in Dialog gebracht hat und wo durch eine breite Vernehmlassung ist. Jetzt, was ich mich jetzt aber ein bisschen gefragt habe, ist ein Teil von dem Konzept Nachtleben, sie sieht kurzfristige Massnahmen vor. Also kurzfristig im Sinne von einem Jahr, auf zwei Jahre. Und das Konzept ist jetzt seit 4 Monaten, ist es jetzt draußen. Also bleibt es jetzt ein Papiertiger, was ist gelaufen? Ich hoffe nicht, es ist ein Papiertiger. Wir haben jetzt, glaube ich, in den nächsten Monaten bis im Frühling vor, 4-5 Pilotprojekte aufzugleisen. Das braucht eine gewisse Zeit und möchte eigentlich nächsten Sommer ein paar Projekte umsetzen oder zumindest Piloterfahrung machen. Ich glaube, der Konflikt ist weiterhin da, aber wie du es gesagt hast, wir haben eigentlich jetzt die Leute da rund die Tische gebracht und man ist in den Dialog getreten. Also Probleme sind bei weitem nicht alle gelöst. Und der Gemeinderat von Stadt Bern hat jetzt mal 18 Massnahmen auf den Tisch gelegt, von kurz bis langfristig, wo er der Meinung ist, dass die ein oder andere Konflikt sollten zumindest ein bisschen entschärfen. Und wie gesagt, wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir nächsten Herbst und im September haben wir das Konzept vorgestellt, nächsten Herbst schon über ein paar Massnahmen können über die Piloten eigentlich Auskunft geben und sagen, haben sie sich bewährt, nicht bewährt oder muss man nachjustieren.
Wie er gesagt hat, man hat darüber geredet, gibt es da schon Massnahmen, die schon umgesetzt werden? Wo man eigentlich dran ist, ist das Security-Konzept. Man hat die Stadt Bern zusammen, glaube mit Clubs, mit Gastrovertretern und mit dem Regierungsstatthalteramt, also sehr breit abgestützt, hat man ein Security-Konzept gemacht, das einerseits Safety Security im Betrieb tut, regeln, andererseits geht es um Lärm und Littering etc. draussen vor dem Club. Im Moment haben wir etwa 45 Clubs, die das schon umgesetzt haben. Und dort drin sind auch Roundtables. Man trifft sich zwei bis dreimal im Jahr, wo Behörden, Kantonspolizei, Orts- und Gewerbepolizei und dort Stadthalteramt Rede und Antwort sind. Und ich glaube, auch der sieht man, das ist der Dialog. Wir sagen immer, die dürft uns kritisieren, die dürft auch sagen, was nicht gut ist. Und ich glaube, das ist für mich so der erste grosse Schritt. Die anderen Sachen, wie gesagt, werden wir dann so witterungsbedingt erst im Frühlingssommer machen, wie mobile WC aufstellen etc. Das sind auch Sachen, die wir dann mit den Clubs wollen, eigentlich im Frühling starten. Wir sprechen hier Lärmschutzbestimmungen an. Gerade in der Stadt Bern ist häufig der Vorwurf gekommen, quasi die Leute ziehen neben dem Club, es reicht das Telefon, der Club muss schliessen. Wie erlebt ihr, könnt ihr dem zustimmen, ist das so? Also ich glaube, wir haben dort Image, weil wir tatsächlich einen Club hatten, der wirklich wegen einer Anwohnerschaft zumachen musste. Das andere ist so, dass man glaubt, und das ist auch ein grosser Vorteil von diesem Nachtlebenkonzept. Ich glaube, auch wir von der Stadt Bern sind sensibilisiert worden und nehmen durchaus Anwohnerreklamationen noch wahr. Andererseits setzen wir heute, glaube ich, irgendwo sehr schnell auf einen Dialog setzen. Und ich habe gerade nächste Woche zwei Gespräche zwischen Clubbetreibern und Anwohnenden. Und die werden jetzt eigentlich von uns zusammengeführt. Und wir probieren im nächsten Schritt eigentlich zusammen irgendwelche Lösungen. Wenn das irgendwie nachts direkt eine Nattelverbindung ist, wenn es wieder zu laut sollte werden. Also ich glaube, einfach Leute, die hierher ziehen und das, ich glaube, das haben wir seit dem ja, wirklich nicht schönen Fall vom Sussol haben wir das nicht mehr gehabt. Das wollen wir auch verhindern mit eben so Sachen, dass wir probieren, sehr früh eigentlich irgendwo zu vermitteln. Ich würde gerne noch eine ähnliche Frage an Reto Keller stellen. Du seid ja eigentlich in einer ähnlichen Position wie der Herr Heb. Wie sieht es in Thun aus? Längt dort ein Telefon oder muss es gerade eine Razzia sein wegen der Drogensumpf? Wie viel braucht es, damit eine Clubbewilligung entzogen wird? Ja, also die Bewilligung tut nicht die Stadt entziehen, das macht der Regierungsstatthalter im Kanton Bern. Nein, es ist so, eben, wir hatten im 09 eine Petition von Anwohnern und Geschäftsleuten aus der Altstadt und wir mussten ein Massnahmenpaket schnüren, aber wir haben ganz klar gesagt, wir wollen nicht nur auf Repression setzen, wir wollen auch Prävention, da sind x Massnahmen jetzt schon umgesetzt. Wir sagen ganz klar auch den Anwohnern von der Innenstadt vor allem, ihr habt Vorzug, wenn ihr mitten im Kuchen wohnt und lebt, ihr braucht kein Auto, um einkaufen, ihr habt tiptop in Restaurant, Bars und so weiter, die ihr noch bewegen könnt. Aber es ist klar, irgendwann haben ja die Anspruch auf Nachtruhe. Und wir sagen einfach so, nach der halb eins sollte es deutlich ruhiger werden. In der ganzen Stadt tun nach der halb eins? Also in der Innenstadt, in den Aussenquartieren, werden sie natürlich am liebsten schon ab den Zähnen Ruhe. Aber es ist klar, wir haben ja am See vorne Plätzchen, wo man sich aufhalten kann. Und dort sind wir sicher auch nicht so streng. Was mir bei Thun noch aufgefallen ist, das habe ich ganz eine interessante Massnahme gefunden. Ihr habt am Wochenende einen externen Sicherheitsdienst, der patrouilliert. Und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Leute zu verzeigen. Und wer verzeigt wird, muss dem Tag darauf bei euch ein Gespräch erscheinen. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt betrunken durch Thun torkle und laut singe und ein Sicherheitsdienst mal sagt, es geht nicht, muss ich dem Tag darauf zu euch kommen und sagen, ich mache es nie mehr? Oder wie läuft das? Ja, also vielleicht zur Präzision, oder? Wir haben ja im Kanton Bern die Einheitspolizei und es gibt halt gewisse Aufgaben, wo man jetzt vielleicht merkt, was ein bisschen problematischer ist. Eben, die Kantonspolizei kann heute nicht garantieren, wir sind in der Hauptgasse 12 Stunden präsent. Darum arbeiten wir mit privaten Sicherheitsdiensten zusammen. Wir von der Gewerbepolizei haben eigentlich niemanden, der im Nachtdienst arbeitet. Aber ganz klar, das Gewaltmonopol bleibt bei der öffentlichen Hand. Die haben die Aufgabe, Leute auf die Nachtruhe herzuweisen, zu schauen, dass sie nicht herbeiseln, was sie nicht sollten. Und wenn sie es eben dann gleich machen, dann machen sie eine Meldung, so mit einem speziellen Formular, an uns.
und gestützt auf das tun und sie dann zu einem Gespräch einladen und tun mal also so ein bisschen probieren zu sensibilisieren, dass sie das nicht mehr machen. Und er, weil es eben private Sicherheitsdienste festgestellt haben, können die nicht direkt anzeigen, dann geht es dann über die Staatsanwaltschaft, wenn es wirklich bewiesen ist. Aber wie muss ich mir das vorstellen, dass er Umstände, dass er einmal pro Woche hat er die üblichen drei Verdächtigen wieder da, die halt vielleicht wieder über die Stränge geschlagen haben? Ja, also Wiederholungstäterinnen und Täter, muss ich sagen, gibt es sehr wenig. Entweder lernen sie etwas aus meinen Gesprächen oder sie können sich dann besser verstecken. Mhm. Nein, jetzt wieder ernst, oder? Wir können sagen, seit wir die Massnahmen getroffen haben, sie klagen fast auf null zurück. Die Anwohner, Geschäftsleute merken, die machen etwas. Auf der anderen Seite eben, ich habe noch nie irgendeine Klage von so einem Nachtschwärmer oder einer Nachtschwärmerin. Klar, es sind mehrheitlich Männer, müsste ich hier auch sagen. Und ich tue ihnen ja nicht wüst sagen, sondern ich probiere ihnen das eben im gegenseitigen Dialog zu erklären, dass halt Toleranz muss gelten auf allen Seiten. Um nochmal auf Burgdorf zu kommen. Ich habe gesehen, Burgdorf hat jetzt gerade sein Ortspolizeireglement erweitert. Also das ist gerade für die Vernehmlassung und fertig. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass ich nicht so gewaltige Änderung. Was ich gleich daraus lesen kann, ist, dass es Burgdorf offenbar auch da ein Konflikt ist zwischen Anwohnerschaft und Nachtschwärmer. Ist es so? Ja, es ist absolut so. Burgdorf ist im Gegensatz, ich weiß nicht, die, die es kennen, die wenigsten wahrscheinlich, ist Burgdorf Altstadt relativ klein. Da haben wir halt gewisse Gassen, die ein bisschen mehr Spielraum zulassen, sagen wir so, gewisse Gassen, die halt wirklich rein ein Wohnquartier ist und das halt innerhalb von einem Perimeter von 20-30 Metern. Und es gibt Probleme, das ist völlig klar. Und die finden auch regelmässig statt, aber es ist, bei uns ist es so also weit gekommen, dass wir ein paar eine Bewilligung entzogen haben vor ein paar Jahren und dort jetzt mittlerweile jemand getroffen ist, wo die ganze Sache besser regelt, was mit seinen Securities besser im Griff hat. Und da sind die Klagen eigentlich massiv oben runtergekommen. Also Burgdorf selber, die Einwohner haben, glaube ich, die Altstadt als Ausgangspunkt wieder ein bisschen, also sie fassen wieder ein bisschen entdecken und merken auch, dass man selber muss Sorge dazu haben muss, wie es so weitergeht, es weiterhin überhaupt so solche Möglichkeiten oder Orte geben. Und von dem her hat es sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Aber es ist so, wir haben Leute, denen gehören seit 80, 90 Jahren gehört denen ein Haus. Die waren sich gewöhnt, dass das Haus früher vom Laden unten ist finanziert wurde. Und heutzutage ist es halt einfach nicht mehr so. Die Läden sind teilweise leer oder es sind kleine Ateliers drinnen und so weiter. Und die erwarten halt eine gewisse Ruhe, weil sie halt auch schon ein gehobenes Alter haben. Und das muss man probieren, irgendwie aneinander vorbeizukommen. Das gibt immer Probleme. Der Raum ist extrem klein halt. Gibt es auch Bestrebungen innerhalb von Burgdorf für ein stärkeres Nachtleben? Gibt es die Jungen in Burgdorf, die in Burgdorf gerne Ausgang wollen? Selbstverständlich gibt es die Jungen, die gerne im Burgdorf für die Ausgang gehen. Die Bestrebungen gibt es. Also wir haben eine Sägengast-Turnhalle, die ist ein bisschen abseits von der Altstadt. Sehr gut zu erreichen, aber gleichzeitig. Und das Gebiet rundherum ist eine Markthalle, also dort kann man eigentlich Lärm generieren. Und da sind wir jetzt momentan am Testen, respektive am Studium machen, was kann man aus dieser Halle rausholen, wie viel Infrastruktur braucht es effektiv, dass man dort mit relativ wenig Aufgang kann eine Veranstaltung machen auf Beistellen. Und dort sollen dann auch Leute von Ausstellung bis zur Party, wo wir sie die ganze Nacht durch so alles möglich sein. Und das sind wir jetzt momentan noch mehr arbeiten. Und ihr selber seid ja in Bern wohnhaft. Geht ihr selber auf Burgdorf Ausgang? Ich war auch schon zu Burgdorf im Ausgang, selbstverständlich. Also inzwischen muss man auch ein bisschen testen, von was man redet. Selber bin aber eher hier in Bern im Ausgang, das ist schon so, ja. Aber man muss auch mal einen Aussenblick können wagen und von dem her lohnt sich das mal beide Kulturen ein bisschen anzuschauen. Ja, testen, von was man redet. Herr Heb, habt ihr auch schon das Quartierfest organisiert? Das habe ich schon mal. Das ist auch das Nachtleben, während ich sehr gerne teste. Also von dem her, wenn man etwas bewilligt, möchte man es dann auch eigentlich sehen. Und das gelingt uns nicht ganz, weil wir doch eben etwa 600 Anlässe haben, die wir bewilligen, was noch politisch. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass man eigentlich auch ein bisschen am Puls ist und weiss, was abgeht. Ja. Und binnen, Herr Keller, wie sieht binnen der Fall aus? Ja, selbstverständlich haben alle, gleich wie in Bern auch bei der Gewerbepolizei, alle Veranstaltungen im öffentlichen Raum laufen über die Gewerbepolizei von der Stadt und das Gewerbeinspektorat. Und da ist man natürlich etwas unterwegs. Und ich gehe
zwischen ihnen wirklich selber. Also ich gehe noch in Ausgang, damit ich es eben wirklich beurteilen kann, wie es etwa ist. Ihr habt vorhin angesprochen, dass das LW halt ein bisschen ausserhalb war, dass es ein bisschen eigenes Quartier war. Was mich auf das Thema Zone bringt, das ist auch national immer wieder ein Thema, kann man, sollte man eine eigene Ausgangszone einrichten, sollte man das nicht machen. Jetzt, ob das rechtlich durchsetzbar gemacht wird oder nicht, das können wir ja mal, mal aussen vor lassen. Was mich würde interessieren, die Meinung von allen drinnen hier. Wie seht ihr, muss man es trennen? Muss Ausgang in einem eigenen Teil der Stadt sein? Vielleicht im Fall von Burgdorf ist es gar nicht gross möglich. Kann es nebeneinander geben von Anwohnern und Nachtschwärmern? Innen. Gut, eben, das ist letztendlich eine politische Frage. Im Stadtparlament von Thun hat es einen Vorstoss gegeben, der in diese Richtung zielt. Und der Gemeinderat hat gesagt, wir prüfen das mal prüfen im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision, die dann im 15. fängt an zu laufen. Ich persönlich habe ein bisschen Mühe mit einfach so Ghetto-Zonen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, so ein Modell, dass man Zonen hat, wo einfach das Nachtleben Priorität hat. Aber gleich noch Leute drinnen wohnen, aber die haben halt einfach, müssen dann schon mehr Lärm in Kauf nehmen. Das Problem ist halt, dass die Städte zu einem grossen Teil schon ein bisschen verbaut sind. Die Frage ist immer, wo will man das machen? Aber wir haben mal gesagt, prüfen tun wir es sicher zu tun. Ich möchte die gleiche Frage auch an euch weitergeben, wer will? In Duschersgasse. Also von Burgdorf her, wie du sagst, es ist ganz klar, es ist eine kleine Stadt. Wir können nicht einfach eine Zone einrichten, wo man sagt, es ist jetzt nur reines Nachtleben. Sie wäre auch ein bisschen weit ausserhalb und dann würden wir wieder die Leute in der Mobilität einschränken. Aber ich bin überzeugt davon, es muss miteinander vereinbarend sein, irgendwie auf eine Art und Weise. Durch das, dass wir jetzt eben genau die Zonen in der Altstadt definieren wollen, also in Mittagass beispielsweise, haben wir Poller angesetzt. Wir wollen dort, dass im Sommer ganz klar das Leben auf der Straße stattfindet. Dort tun wir dann Leute, die herzügeln oder jemanden, der eine Liegenschaft kauft und sagt, ich möchte hier gerne teure Wohnungen machen, die tun wir sensibilisieren und sagen, denkt daran, hier rundherum haben wir die und die Zonen, da gibt es Lärm, der wird produziert, und wenn du das gleiche eingehen mit deinen Wohnungen, dann herzlich willkommen, selbstverständlich. Also wir müssen es trennen, wir wollen es auch trennen und ganz bewusst haben wir dann eine Handhabung, jemandem können zu erklären, warum dass seine Mieter halt die Nacht vielleicht eventuell mal zehnt oder andere Mal geweckt werden. Also es muss zusammen funktionieren. Und wenn die Mieter Nacht für Nacht geweckt werden, dann kommen dir quasi und sagen, ja, tut mir leid, das müssen wir jetzt akzeptieren. Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber wir haben das im Moment auch schon gesehen, ganz klar. Also wir hatten auch mal jemanden, der hergezügelt ist, der sich innerhalb von 2 Wochen massiv davon beschweren. Und wir haben ihm dann gesagt, klar, er hat schon das Recht, etwas zu sagen, aber wir haben gleich mit ihm den Dialog suchen und sagen, du ziehst mitten in eine Altstadt rein, du weißt, dass es rundum ein Restaurant hat, du weißt, dass es Clubs hat und dann darfst du nicht überrascht sein, wenn es am Abend mal ein bisschen lauter wird. Das ist klar, das ist keine rechtliche Handhabung, aber der Dialog muss dann auch stattfinden. Die gleiche Frage an Mark Heb. Also, ich sehe es ähnlich so, dass man eigentlich gewisse Orte sollte haben, die Priorität hat, Nachtleben. Ich glaube, ghetto-mässig wäre ich auch nicht dafür. Wenn wir irgendwo ein Areal wie früher eine Zelle hätten, würde ich nicht Nein sagen. Mhm. Weil wenn man so einem Areal etwas Gescheites daraus macht, kann das etwas sehr Gutes werden und dann einfach längerfristig nicht begrenzt. Das andere ist, das Nachtleben einfach auf der Stadt Bern begrenzen wäre auch ein bisschen nicht in Ordnung. Es gibt auch in den Aussenquartieren gute Lokale etc. Und das entsteht manchmal irgendwo. Dann würde man dann mit so noch nicht eigentlich gerecht. Ich sage eher auch bei der Planung in Zukunft, muss man sich vielleicht überlegen, wenn grosse Areale überbaut werden, dass man dort vielleicht mal zonenmässig etwas macht, wo eben mehr Lärm verträgt. Ob der da reinkommt, ist am Schluss einfach Sache, ob der das wirklich wirtschaftlich ausrechnet. Und darum sage ich mal, haben wir in der Stadt Bern Orte, wo wir ganz klar auch im Konzept haben, als Priorität 1 für Nachtleben gemacht, wie es heute schon dort ist. Aber ich finde es auch schade, dass man sagt, hier ist nur ein Nachtleben, weil es gibt Leute, die durchaus dort wohnen wollen. Und wir jetzt eigentlich, seit wir die Nachtleben-Diskussion führen, auch gemerkt haben, dass wir weniger Leute haben, die herziehen und sagen, oh, wahnsinnig. Aber das gleiche Phänomen haben wir auch so irgendwo in Elfen mit Kuhglocken oder mit Kirchen, wo die Leute. Und das sind meist Leute, die sehr kurz hergezogen sind, aber nicht realisiert haben, dass dort eine Kirche ist. Und da probieren wir dann sehr oft ihnen aufzuzeigen, dass das einfach auch zu einer Wohnungssuche gehört. Und es ist nicht irgendwo ein Club oder eine Kirche, die wir versteckt haben, sondern diese Stadt bekannt und die kennt man. Also muss man dort auch ein bisschen, ich glaube, ein bisschen toleranter sein, aber auch beidseitig.
Ja, eine zweite Massnahme, die natürlich immer wieder diskutiert wird und die mir auch sehr wesentlich erscheint in der Diskussion über das interkantonale Lachtleben, ist die Frage, wie sehr würden Städte davon profitieren, wenn man Bewilligungen nicht mehr auf Kantonsebene verteilen, nicht über das Regierungsstatthalteramt laufen, sondern die Städte selber könnten machen. Was haltet ihr davon? Ich würde sagen, der Gemeinderat hat das als Massnahme dritteilig. Kompetenz, Gastgewerbe kommunalisieren, ist der politische Entscheid, ist der, oder der politische Wille ist auf Stadt Bernstufe gefallen. Und ich einen Vorteil würde ich sehen, wenn ihr heute als Veranstalter ein Fest machen auf dem Bundesplatz, dann braucht ihr von Stadt Bern eigentlich eine Bewilligung für einen Boden, für einen Lautsprecher und die Gastgewerbebewilligung beim Kanton beantragen. Die Folge ist, ihr bekommt eigentlich zwei Bewilligungen, zwei Rechnungen. Und dort würde ich sicher gewisse Synergievereinfachung sehen. Herr Keller, wie seht ihr das? Ja, die Stadt Thun sieht das etwas ähnlich in diese Richtung. Wie jetzt der Mark Heb gesagt hat. Also, mittlerweile haben die grösseren Städte ja die Fachleute, die das könnten beurteilen. Und man kennt ja das auch schon im Baurecht, grosse und kleine Gemeinden, Baubewilligungskompetenz. Und darum könnten wir uns das sicher auch vorstellen. Aber ich würde ganz klar sagen, es ist eine politische Frage. Von unserer Seite her, von Burgdorf her, also die Kooperation ist eigentlich sehr eng. Also jedes Mal, wenn es darum geht, wegen der Bewilligung von einem Club oder von einem Restaurant oder was auch immer, oder schon nur von einem Event, dann sind wir immer eh sowieso auch im Spiel. Also wir gehen auch vor Ort, wir schauen, was sie genau machen wollen, wir schauen, was das aus marketingtechnischer Sicht Sinn macht oder wie ich ihn in Werbung kann unterstützen, beispielsweise den Club ganz, ganz explizit. Und der, wer dann schlussendlich das ausfüllt oder ausstellt, das ist dann für mich nicht wahnsinnig wesentlich. Sondern auf einem kleinen Raum, wie wir es in Burgdorf haben, ist es wichtig, dass wir miteinander schnurren und dann dort eigentlich immer eine Lösung finden, schlussendlich. Also wir noch nie weg so etwas müssen auf AWCF. Also immer nicht in der Zeit, wo ich dort war, etwas müssen abblasen, weil jetzt der Regierungsstatthalter, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, gefunden hat. Nein, das ist sicher nicht machbar, sondern er lässt einen auf uns oder der Dialog ist extrem da. Von der Bewilligung zu der Öffnungszeiten, die Stadt Bern hat eigentlich auch mal vor, keine Polizeistunde aufzuheben. Ist das noch im Petto, ist das noch im Plan? Also was der Gemeinderat im Konzept auch politisch will, ist eine Liberalisierung. In der Praxis kann ich vielleicht sagen, das kantonale Gastgewerbegesetz sieht ja durchgehende Öffnungszeiten vor. Man kann einen Antrag stellen auf 5. Wir haben gewisse Betriebe, die das machen, die Bern. Ja, wenn es eine Grosszahl, die halbe 4 hat, ist einfach jetzt die Ansicht auch politisch gewesen, dass man dort eine Liberalisierung macht. Das Thema kann man aber über die Ladenöffnungszeiten, 24-Stunden-Gesellschaft, Tankstellen, Shop. Ich glaube, es ist im Moment oder der Zeitpunkt, wo das diskutiert wird. Und darum gehört so ein Nachtlebenkonzept. Das gehört zweifellos, aber ich würde sagen, das ist eine politische Frage. Was ist denn eure Meinung, die tagtäglich mit diesen Problemen konfrontiert wird? Was haltet ihr von der Liberalisierung der Öffnungszeiten? Also jetzt von Clubs, ja. Also ich könnte sehr egoistisch beantworten. Sagen, wenn wir keine Öffnungszeiten haben, müssen wir es auch nicht mehr kontrollieren. Immer weniger Aufwand. Uns macht es auch nicht Spass, um 3:30 zu den Betrieben zu schauen, dass sie eigentlich zumachen. Also meine persönliche Meinung ist wirklich so, eine gewisse Liberalisierung befürworte ich sehr, befürworten, weil das Angebot und Nachfrage, ich glaube, man kann nach dem kantonalen Gesetz ja das 5 machen. Es hat zwar gewisse Voraussetzungen, aber der Stadthalter so im Moment, ich glaube, 16 Stück in der Stadt Bern. Und es ist nicht so, dass es einfach am Schluss werden alle machen. Es wollen ja nicht alle. Und das wäre vielleicht schon mal so ein Ansatz nach dem Motto, die wollen, machen es. Und das hat auch nicht dazu geführt, dass irgendwie dran gesagt, ich muss auch. Das war am Anfang noch das Thema gewesen. Wenn der eine den 5 hat, muss ich auch. Aber unterdessen, die Clubs, die müssen wirtschaftlich denken und die hören auf, wenn das nicht rendiert. Befürchtung ist doch aber jeweils, dass halt am 5 Uhr morgens auch mehr Leute auf der Gasse wären. Ja, wir haben einen Weg auf der Gasse. Ich meine, wir haben auf dem öffentlichen Raum eigentlich keine Einschließungszeiten. Und wenn wir mal am Samstagmorgen oder Sonntagmorgen früh, ich habe das Glück, mit meinen zwei kleinen Kindern ist man früh wach, wird ein bisschen hart, wenn man selber im Ausgang war. Aber dann sieht man eigentlich noch, was in der Stadt Bern noch abgeht. Und dann kommen halt auch die ganzen Leute wieder zurück in ihre Orte. Also es sind nicht nur die Stadt Bern, die das Nachtleben werden geniessen. Also ich glaube, Bewegung hat man einen Weg und die Stadt ist eh noch voll. Also von dem her, ich glaube, auf viel wird ja der Indoor passieren. Und ich glaube, das spielt keine Rolle. Herr Kauer, wie sieht es in Thun aus? Ist es ein Albtraum, um 5 ganz viele Leute in den Strassen von Thun? Oder ist schon dort, wäre das dort möglich? Also die haben wir natürlich auch schon. Und wir haben immer gesagt, das sieht das kantonale Gesetz vor. Und darum wollen wir das auch ermöglichen. Wir haben einfach immer die Haltung vertreten, der Gemeinderat von Thun, einfach nicht in der Altstadt. Aber wir haben
Konkret im Moment sind es 3 Betriebe, die so Bewilligungen haben. Und andere haben jetzt vorletzt gar nicht mehr einen ein Gesuch gestellt. Aber wir müssen es sicher offen prüfen. 3 Betriebe, das erscheint mir jetzt eine relativ tiefe Zahl, auch im Verhältnis dafür, dass Thun kleiner ist als Bern. Ja, das kann man sagen. Auf der anderen Seite fassen die Betriebe auch ein bisschen viele Leute. Und gut, man muss schon sehen, oder? Auch wenn wir das Gefühl haben, Thun sei eine gute, eine grosse Stadt. Und so, aber zwischen Bern und Thun liegen schon noch einige Welten, das ist schon so. Es hat in Thun ist vor ein paar Jahren ein Club zugegangen, der okay, Thun rockt, worauf sich auch ein Komitee gebildet hat, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ganz unähnlich von Pro Nachtleben Bern, wo hat versucht, mehr Bewegung in das Nachtleben hineinzubringen. Nur wie ich das jetzt gesehen habe, ist die Bewegung versandet. Könnt ihr uns da mehr darüber erzählen? Ja, oder in den Medien ist es halt auch schwierig, oder? Da wird etwa die Hälfte der Alben stimmt, was da drinnen steht. Ich kann einfach sagen, sowohl die Politik von Thun als auch wir von der Verwaltung, wir helfen wirklich. Wir helfen den Jungen. Jetzt im Moment sind sie dran, ein Gebäude, das die Stadt notabene zur Verfügung stellt, wo viel Geld daran zahlt, was sie zweckmachen können, was sie sich verwirklichen können. Das sollte noch dieses Jahr aufgehen. Da haben wir wirklich sehr viel Herzblut drin gesteckt. Aber man muss halt schon eins sehen, wir sind allen Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Einerseits den Jungen, aber wir haben halt auch andere Leute und wir stehen manchmal mit drin und wir müssen irgendwie schauen, dass wir so einen Kompromiss finden. Jetzt hat es gerade wieder eine Clubschliessung gegeben. Nach mir könnte der Club schon lange offen sein. Wieder, es liegt also nicht an uns. Wir helfen wirklich mit, wo wir können, aber wir müssen die anderen Anliegen halt auch berücksichtigen. Gut, dann habe ich noch eine Frage an Burgdorf. Moment. Gibt es in Burgdorf einen Club mit Überzeitbewilligung? Meiner Meinung nach ist das längste offen, momentan ist 3:30. Liegt aber glaub, auch daran, dass er bis anhin eigentlich nicht wirklich das Volk gehabt hat oder einfach das Bedürfnis nicht wahnsinnig da war für ihn oder der politische, respektive der wirtschaftliche Faktor nicht wirklich gegeben war, dass er sagt, jetzt behalte ich einfach länger offen. Mhm. Also bei mir ist es immer so ein bisschen, wie dir vorhin auch gesagt hat, so ein bisschen 2 Herzen in Brust, sagen wir es mal so. Auf der einen Seite ist man dort, ist man zuständig, muss schauen, dass sich im Wohnortmarketing quasi da, wo er, wohlfühlen, in Wirtschaftsförderung schauen, dass die Clubs, und ich weiss nicht, wie alles funktioniert. Und selber geht mir auch noch gerne fort. Das ist, und je nachdem, wie man getroffen ist, sagt man ja super, ich will unbedingt, dass der Club möglichst lange offen hat. Und von dem her ist es wirklich ein schwerer Dialog. Also ich lebe es selber im Beruf und persönlich genau gleich. Also man kommt hey, vielleicht merkt man sich manchmal schon über etwas, was auf dem Weg unterwegs passiert ist. Wie man sagt, der Ausgang ist manchmal ein bisschen Ghetto oder wie auch immer. Aber schlussendlich glaube ich, wenn alle ein bisschen zusammenarbeiten, Clubs, wie auch die Bewilligungsbehörde, ein bisschen versuchen, Gäste einigermaßen zu sensibilisieren und so weiter, dann kann so etwas extrem gut funktionieren. Und es muss auch und es wird auch. Zukunftsperspektive von Bern wissen wir es. Wir haben das Konzept Nachtleben, wo einige Pläne da sind. Wie sieht es in Thun aus? Ja, eben, wir setzen wirklich auf einen Dialog. Wir engagieren uns auch im Schweizerischen Städteverband. Dort gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Nachtleben befasst. Und dort bin ich auch drin, mit dem Ziel, eben, dass wir auch von anderen Städten lernen können. Und eben, wir haben offene Turnhalle im Moment, Midnight Sports für die ganzen Jungen. Das ist ja noch so ein kleines Problem. Viele Clubs wollen die ganzen Jungen gar nicht, weil die halt zu wenig konsumieren. Und wie gesagt, wir probieren mit allen im Dialog zu bleiben. Mein Chef, mein Politiker, sagt immer so schön, in Thun herrscht überall eine mittlere Unzufriedenheit. Und manchmal geht die Waage auf die eine Seite, manchmal auf die andere. Und wir probieren da wirklich mit allen im Dialog zu bleiben. Und wenn es gute Ideen gibt, auf allen Seiten probieren wir die umzusetzen. Nachtleben sind jetzt aber nicht nur die ganzen Jungen. Gibt es dort gibt's so, sagen wir mal, die älteren Semester auch Massnahmen? Ja, eben, es gibt zahlreiche Restaurants, Bar und wir haben natürlich auch wie Bern extrem viele Veranstaltungen. Gerade im 2014, das ist wahnsinnig, da feiert die Stadt auch noch
750 Jahre Handfesten. Da sind x Festivitäten geplant für Jung und Alt. Und dann ist, habe ich etwas gehört, noch die Fußball-Weltmeisterschaft. Und da gehe ich auch davon aus, dass es für Jung und Alt etwas wird geben. Wird Burgdorf in 10 Jahren die Ausgangsmetropole vom Kanton Bern sein? Ja, hätte ich meinen Job definitiv richtig gemacht. Nein, selbstverständlich nicht. Das wird es nicht sein. Aber wie gesagt, es ist so nah an Bern, das braucht so den Wechsel. Die Leute sollen auch ein bisschen hin und her gehen. Wir probieren aber wirklich, wie gesagt, mit diesen Zonen ein Miteinanderleben herzubekommen. Wir haben eine grosse Schützenmatte beispielsweise, wo momentan noch Diskussion ist, bis wann kann man dort effektiv Musik machen, wie laut kann man Musik machen. Das ist in dieser Vernehmlassung läuft das so. Und dort pochen wir auch ganz klar dafür, dass wir die Dezibelwerte so hoch halten können, dass wir auch wirklich mal ein Festival könnten machen können, bis um 2-3 Uhr Nacht draußen Musik effektiv spielt. Und das wenn wir jetzt so wirklich regulieren und dort den Anspruch haben, dass wir dann Wehklagen bekommen, dass wir sagen können, schau, das ist verankert, es tut die Slide-Seite dementsprechend gestört worden, aber wir führen es trotzdem weiter. Weil wenn wir die Verankerungen nicht haben, ist das grosse Problem, dass wir dann nach einer Ausführung, wo es vielleicht eben wirklich Probleme gibt, dass wir die Veranstaltung nicht noch das zweite Mal machen können. Und dort geben wir uns absolut Mühe, eben auch mit dieser Turnhalle, wo wir etwas auf die Beine stellen wollen. Das braucht seine Zeit, es wird Geld investiert momentan, weil das Bedürfnis klar da ist, aber es ist natürlich nicht schwer zu sagen, wie schnell dass es dann schlussendlich effektiv umgesetzt wird, das ist klar. Aber wir haben es erkannt, wir müssen schauen, dass die Leute bei uns bleiben. Nicht alle abwandern, sagen wir es mal so. Oder irgendwann später vielleicht zurückkommen auf Burgdorf, weil sie sagen, es hat ja eigentlich gefeckte Jugend hier. Und ich komme jetzt meine Kinder quasi hier aufziehen. Und darum ist das auch ein sehr wichtiger Punkt für uns. Habt ihr nicht Angst, dass ihr auf Kirchberg geht? Weil Kirchberg hat einen Freinacht erlaubt am Schwingfest. Das ist es so, die haben erlaubt. Wie gesagt, es war gerade etwas näher gewesen, weil sie ja ein paar hingern torkelt, so viel wie ich es gesehen habe. Ich glaube, ja, es hat nicht wahnsinnig viel genutzt. Sie hätten es wirklich auf sich nehmen, wenn sie das wollen. Aber ich glaube, so wahnsinnig Angst vor ihnen haben wir schlussendlich nicht. Auch wenn der Schlagertempo dort steht, wo gewisse Leute wirklich herzieht. Aber Burgdorf hat auch seine interessante Seite. Marc Hebe, was glaubt ihr, wird euch euer Job in 10 Jahren auch noch Spass machen? Ja, ich hoffe sehr. Jetzt hat es 13 Jahre Spass gemacht und ich glaube, mit dem ganzen Nachtleben haben wir auch eine riesige Herausforderung. Also die Gemeinde hat gesagt, das ist ein Konzept, aber das ist etwas, das unter Wandel ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, man hat viele Sachen, die heute die Gesellschaft anders tickt, andere, sagen wir mal, Prioritäten setzt und wir sehen, dass bei gewissen Gesetzgebungen halt die Gesetze aus den 80er, 90er Jahren sind und das wird sicher eine grosse Herausforderung sein, zumindest die Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen mal zu probieren. Wenn das ein grosser Entscheid ist vom Grossen Rat oder was auch immer, es wird nicht, müssen wir es akzeptieren und müssen mit unseren Massnahmen das Beste daraus machen. Aber da bin ich zuversichtlich, dass ich in 13 Jahren, wenn ich dort immer noch erwünscht bin, einen spannenden und interessanten Job habe. Ich möchte die Gelegenheit noch ergreifen, die Diskussion aufzutun. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum an unsere Teilnehmer? Ja, vielleicht haben wir eine Frage per SMS. Nein? Ja, in diesem Fall gibt es noch, wenn es nicht mehr offen ist, dann danke für eure Aufmerksamkeit und würde das Podium mal beenden. Merci vielmals. Sorry, wie ich selbstverständlich vergessen habe, möchte ich gerne das Publikum. Das Mikrofon ist Tom Berger. Also, eigentlich ein Merci an alle Gesprächsteilnehmer. Wenn ihr die Hälfte von dem, was ihr jetzt versprochen habt, wirklich umsetzt, dann sind wir, glaube ich, schon mal zufrieden mit euch. Der Herr Lerch kennt mich. Ich finde es übrigens sehr schön, ich habe es vorhin vergessen zu sagen, dass wir den Regierungsstatthalter vom Mittelland im Publikum hatten. Wir haben eigentlich am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass sich die Stadt vielleicht so ein bisschen hinter dem Kanton würde verstecken. Dann hättet ihr müssen einschreiten, dann hättet ihr vielleicht hier spontan noch den vierten Platz dürfen füllen. Jetzt ist es so, der Herr Lerch hat das selber schon mal erlebt. Wer bei uns ans Podium kommt, der bekommt eigentlich das beste Geschenk, das man bekommen kann im Nachtleben. Das sind Ohrenstöpsel. Der Slogan dahinter ist eigentlich einfach Stöpsel rein statt Club raus. Insofern, wie ihr jetzt erzählt habt, seid ihr da sehr tolerant. Ich erlaube mir aber gleichwohl, je so einen zu verteilen. Wenn es dann wirklich mal, bei dir habe ich zwar nicht so Angst, aber geben wir jetzt gleich, bei dir eigentlich auch nicht, aber es gibt jetzt gleich mal noch einen. Selbstverständlich ist es nicht das einzige Geschenk, das andere kommt dann her. Wir haben uns überlegt, so eine Flasche Wein ist ein bisschen 0815. Wir befinden uns hier immer noch in einem Club Nachtleben.
gibt es anderen Alkohol als Rotwein. Und, ich danke eigentlich dem Sponsor, dem Club Boswer, der bekommt hier wirklich das Hauswasser ausgeliefert. Es sieht vielleicht ein bisschen verdächtig nach Wasser aus, es ist es aber nicht. Und trinkt vielleicht nicht die ganze Flasche auf einmal. Wenn wir pressieren, reicht es von hier ins Les Amis runter. Dort ist genau nämlich zu diesem Thema, glaube ich, jetzt im Moment ein spannender Vortrag im Gang, Alkohol im Ausgang. Ein Thema, das man auf keine Art und Weise schönreden kann. Das ist oftmals ein Problem, aber mit unserem Geschenk möchten wir eigentlich symbolisieren, wenn ihr die Flasche massvoll und nicht auf einmal verteilt, wenn ihr die wirklich massvoll konsumiert, dann werdet ihr mehr Spass als Sorgen haben damit. Merci vielmals, merci euch, seid ihr gekommen und eben jetzt vielleicht weiter Turnhauen, Les Amis, es gibt wirklich noch ein gutes Programm. Merci vielmals.